Noch gut eine Stunde bis Premierenbeginn. Und bis zuletzt wird das Bühnenbild nochmal überprüft. Hält alles? Sind die Teile vollständig? Alles an seinem Platz? Annika koordiniert das Kulissenteam. Denn zur Aufführung müssen die Bühnenbilder schnell und leise gewechselt werden. Die Schülerin ist zum ersten Mal beim Musical-Projekt dabei. Die Aufregung entsprechend groß. Zurzeit bin ich eher noch ein bisschen genervt, weil vieles heute noch nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber jetzt ist eigentlich langsam entspannt und ich denke, dass wir alles gut geprobt haben und dass das halt, denke ich, ganz gut ablaufen wird und das wird schon. In den improvisierten Garderoben verwandeln sich die Herderaner Schüler inzwischen in amerikanische Teenager. Kostüm, Maske, dafür sorgt jeder selbst. Professionell dagegen die Tontechniker, die den Hauptdarstellern die Mikrofone anbauen. Den Überblick im geordneten Chaos hat Marlit Vierich. Das Abi hat sie eigentlich schon hinter sich. Doch als ehemalige Schülerin mit Musical-Erfahrung war sie bei Footloose gern wieder dabei. Das Reizvolle an dem Stück ist, dass es mal wieder ein Tanzstück ist. Ein Stück, das an Songs hängt, die eigentlich die meisten Leute kennen. Und dass dadurch eine besondere Dynamik, eine Energie in dem Stück steckt. Und Bewegung gibt es tatsächlich jede Menge auf der Bühne. Footloose ist ein Stück über junge Leute, die sich aus beengten, tristen Verhältnissen befreien. Eine Kleinstadt, der die Lust am Leben abhanden gekommen ist. Und Erwachsene, die wieder lernen müssen, ihren Kindern zu vertrauen. Den Stein ins Rollen bringt Ren McCormick, ein Junge, der aus der Großstadt in die Provinz zieht. Peter Neumann verkörpert den Teenager zwischen erster Liebe und Rebellion. Eine große Aufgabe. Als Hauptdarsteller steht er in allen 8 Vorführungen auf der Bühne, tanzt, singt und schauspielert. Ich hatte schon vorher in Erwägung gezogen, dass ich das vielleicht eventuell auch später beruflich mache. Und das war dann auch ein entscheidender Schritt jetzt hier gewesen. Das Tanzen, wie gesagt, spielte noch eine entscheidende Rolle. Ja, und habe auch extra für Footloose jetzt nochmal Gesangsunterricht genommen und hat mich da technisch auch weitergebracht. Das Musical bei Herders inzwischen eine Institution. Fame, Linie 1, 3-Groschen-Oper. Alle 2 Jahre wird eine anspruchsvolle Inszenierung auf die Beine gestellt. Lehrer und Schüler investieren viel Freizeit und Energie, parallel zu Unterricht und Prüfungen. Das Projekt ist gewachsen, inzwischen auch finanziell. Gut 40.000 Euro Kosten kommen zusammen, von der ersten Idee bis zum letzten Applaus. Die zu stemmen wird immer schwerer. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo unser Förderverein, ohne den wäre das gar nicht möglich, der investiert hier sehr viel, natürlich auch an die Grenzen seiner Belastung steckt. Deshalb unsere kleine Bitte, wer uns noch finanziell unterstützen kann, vielleicht kann er uns hier weiterhelfen. Alle Erlöse, alle Eintrittskarten gehen übrigens natürlich auch in diesen Fonds. Und wir haben ein kleines Problem auch, dass wir die Halle, die ja bestimmte Voraussetzungen bietet, die wir brauchen, ohne Halle würde es nicht funktionieren, ein Stück weit auch noch finanzieren müssen und auch dafür brauchen wir noch etwas Geld. Über die Kosten zur Nutzung der Herderhalle sei man inzwischen im Gespräch. Wer die Company unterstützen möchte, sollte einfach zu einer der nächsten Vorstellungen kommen. Noch bis zum 6. März stehen die Schüler jeden Abend ab 19 Uhr auf der Bühne.